Ich bin Luis Lehnert, ich turne und ich bin Nachwuchssportler des Monats Juni. Turnen macht mir immer Spaß eigentlich. Die Motivation kommt größtenteils bei mir eigentlich davon, dass ich Spaß im Training habe und dass es mir einfach Spaß macht, hierher zu kommen und ich auch einfach Lust habe, Elemente zu lernen und erfolgreich zu sein. Ich spüre von außen her eigentlich wenig Leistungsdruck. Den Druck mache ich mir eigentlich selber am meisten. Also ich bin da eigentlich mein härtester Gegner, kann man eigentlich so sagen. Natürlich erwarten Leute etwas von mir, aber nicht so viel, wie ich selber von mir erwarte. Ich finde es auch ehrlicherweise ein schönes Gefühl, sich selber Druck machen zu können. Weil man dann weiß, ja, man hat viel gearbeitet und man kann etwas von sich erwarten in dem Sinne. An sich genieße ich das Gefühl eigentlich. Also meine größten sportlichen Erfolge sind eine Silbermedaille am Berliner Team Cup 2023. Ich bin jetzt auch erstmals für die Nationalmannschaft gestartet in Frankreich und habe beim Rheintal Cup in der Schweiz eine Silbermedaille am Barren und eine Bronzemedaille im Mehrkampf geholt. Mich motiviert sowas auch immer, aber meistens komme ich von einem Wettkampf zurück und bin danach noch motivierter zu arbeiten. Langfristig natürlich, wie ja auch eigentlich jeder Sportler dieses Ziel hat, sind die Olympischen Spiele. Aber auch die Junioren-Europameisterschaften nächstes Jahr 2024 in Rimini sind ein großes Ziel für mich. Deine großen Stärken? Naja, es ist sehr schnell, kräftig, also schnell und schnell kräftig. Das ist gut fürs Turnen. Der Ehrgeiz gehört natürlich auch dazu als eine mentale Eigenschaft. Ja, gerade die Zielstrebigkeit war doch sein großes Plus in den letzten Monaten. Pauschenpferd. Disziplin. Koordination. Motorradfahren. Ich bin nicht handwerklich begabt. 2028. Grüßen auch Luke Löwe und Mika Wagner, die hier sich gerade im Hintergrund kaputt lachen. Wählt jetzt euren Nachwuchssportler des Monats Juli. Bis zum 30. Juni könnt ihr noch abstimmen.